Das ungarische Parlament will kommende Woche den Beitritt Schwedens zur NATO ratifizieren. Die regierende Fidesz-Partei des umstrittenen Ministerpräsidenten Orbán schlug heute vor, das Votum für den 26. Februar anzusetzen. Die Fidesz unterstützte die Aufnahme des nordischen Landes in die transatlantische Allianz, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion, die im Budapester Parlament über eine deutliche Mehrheit verfügt. Eine tagesaktuelle Meldung, mit der wir auch unser Gespräch beginnen können, mit Elina Valtonen, der Außenministerin Finnlands. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Schönen guten Tag aus Helsinki. Bei Finnland ist es deutlich schneller gegangen. Haben Sie eine Ahnung oder vielleicht sogar auch konkrete Kenntnisse darüber, was jetzt in Ungarn dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, jetzt am 26. machen wir aber auch bei Schweden endlich ernst? Ich möchte jetzt nicht spekulieren, was dazu geführt hat, dass bei uns tatsächlich der Beitritt schneller verlief, obwohl wir hatten auch unsere, sagen wir mal, Probleme mit der Türkei und Ungarn eine Zeit lang. Aber für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir möglichst schnell in der Situation sind, dass Schweden auch ein Mitglied in der NATO ist. Das ist für nicht nur für die Schweden selbst, für uns Finnen wichtig, sondern vor allem für das gesamte Bündnis. Ich weiß sehr wohl, Sie sind die Außenministerin, aber natürlich angesichts der Gesamtlage beschäftigt man sich in diesen Zeiten als Außenministerin auch durchaus mit Verteidigung. Was kann denn Finnland oder was trägt Finnland jetzt im Prinzip zur NATO bei in diesen so schweren Tagen und Wochen, die wir hier haben? Was bringt Ihr Land da ein? Tatsächlich in Finnland hat man nie den Luxus gehabt, dass wir Außen- und Verteidigungspolitik komplett trennen können. Und heutzutage ist es nicht anders. Und wir sehen das so, dass wir nicht nur natürlich unsere nicht nur relativ, sondern auch absolut großen Fähigkeiten mit in die NATO bringen für die Sicherheit und für die Verteidigung und vor allem auch für die Abschreckung unseres Bündnisses mit einbringen, sondern auch den Verteidigungswillen. Es ist tatsächlich so, dass laut den neuesten Prognosen ca. 80% der Finnen nicht nur sich bereit erklären, ihr eigenes Land gegebenenfalls sogar mit Waffen zu verteidigen, sondern auch ein anderes NATO-Land. Und in Finnland machen wir uns eigentlich nicht Sorgen, dass wir konkret selbst eine militärische Bedrohung aus irgendeiner Richtung, vor allem in diesem Fall wäre es die östliche Richtung, die traditionell uns bedroht. Es geht nicht so sehr um uns, sondern es geht um eben die europäische Sicherheit und um die Werte. Weil wenn es so sein sollte, dass irgendein anderes europäisches Land, und es ist ja schon schlimm genug, dass in der Ukraine jetzt schon seit 2 Jahren Krieg geführt wird, angegriffen wird, dann würden wir natürlich dabei sein. Lassen Sie uns aber vielleicht ganz konkret auch durchaus auf die finnisch-russische Grenze schauen. Über 1200 Kilometer ist die lang und im Moment seit einigen Monaten schon geschlossen. Wenn ich richtig informiert bin, noch bis zum 14. April komplett dicht. Wie soll es dann weitergehen? Wir arbeiten momentan an einer neuen Gesetzgebung, die es uns vielleicht erlaubt, besser uns gegen diesen hybriden Krieg zu verteidigen. Es geht tatsächlich um Hybridkrieg hier, wo Russland Drittstaatsbürger an unsere Grenze schleust und sie ohne valide Dokumente, ohne Ausweis an unsere Grenze und über die Grenze nach Finnland schreiten lässt. Und es geht hierbei natürlich nicht nur um die finnische Außengrenze, sondern auch um die der Europäischen Union und der NATO. Und deshalb ist es besonders wichtig, erstens haben wir beschlossen, die Ostgrenze komplett dicht zu machen, das heißt die Grenzübergänge. In diesem Jahr haben wir beobachtet, leider, dass auch einige Migranten über die Landgrenze gekommen sind. Und jetzt, wo langsam der Frühling da ist, der Schnee schmilzt und es wird wärmer, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass gegebenenfalls sogar mehr Leute über die Landgrenze kommen. Und da können wir momentan, und ich spreche jetzt nicht nur für Finnland, sondern ich spreche für die europäische Gesetzgebung, können wir noch nicht effektiv genug gegenarbeiten. Mhm.
Frau Ministerin, Sie haben die Abschreckung vorhin sehr prominent erwähnt, die es eben braucht, gerade auch in Richtung Ihres östlichen Nachbarn. Aus der Erfahrung, auch aus der Geschichte Finnlands heraus, was an Abschreckung funktioniert denn? Was wird denn in Moskau wirklich als Abschreckung auch wahrgenommen und könnte dazu führen, dass man mögliche Ambitionen, den Ukraine-Krieg, den Angriffskrieg weiter auszudehnen, dort vielleicht erst gar nicht anfängt zu hegen? Anscheinend ist es tatsächlich so, dass man in Moskau mittlerweile nur Härte versteht. Man versteht nur militärische Fähigkeiten und deren Einsatzbereitschaft. Und deshalb müssen wir ganz viel stärker werden noch als Europa. Es geht nicht nur darum, dass alle NATO-Länder ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Finnland liegt bei 2,4%. Sondern es geht auch darum, dass wir möglichst effektiv auch diese Fähigkeiten einsetzen können und wollen. Es geht vor allem auch um den politischen Willen. Wenn wir die letzten zwei Jahrzehnte zurückblicken, dass Wladimir Putin im Amt gewesen ist, dann haben natürlich alle europäischen Länder nacheinander versucht, Russland quasi zu verstehen und Russland, sagen wir, Russlands Narrativ zu verstehen in dem Sinne, dass Russland sich irgendwie aus irgendeiner Richtung bedroht fühlt. Aber ich muss sagen, zum Beispiel ein kleines Land wie Finnland hat natürlich nie Russland angedroht. Das könnten wir nicht. Wir sind 5,5 Millionen Menschen. Das kann man doch nicht für wahrnehmen. Die Ukraine hat es auch nicht gemacht. Das Einzige, was die Ukrainer und Ukrainerinnen gemacht haben, ist natürlich, dass sie sich für den europäischen Weg entschieden haben. Sie haben sich für die Menschenrechte, für den Abbau der Korruption entschieden, für die Demokratie. Und das schon vor über 10 Jahren. Und deshalb finde ich, ist es für uns im Westen eine existenzielle Frage, dass wir der Ukraine helfen, dass sie eines Tages die Menschen und vor allem ihre Kinder so eine Zukunft erreichen, die für uns quasi gegeben ist. Und da müssen wir einfach nur an unserer Abschreckung arbeiten, weil die Abschreckung bauen wir ja nicht auf, die Fähigkeiten bauen wir nicht auf, um Krieg zu führen, sondern eben um Krieg zu vermeiden. Frau Ministerin, die Hilfe Finnlands, die Militärhilfe Finnlands für die Ukraine ist durchaus enorm, wenn man sich ihr Land anschaut, die Größe ihres Landes. Das 22. Militärpaket ist Anfang Februar verabschiedet worden und darin hieß es auch, eine langfristige Planung sei in Arbeit. Was sieht diese langfristige Planung vor? Wir arbeiten tatsächlich an einer langfristigen Planung, die als Ziel hat, dass wir für die nächsten Jahre einen Plan haben, wie wir die Ukraine noch stärker unterstützen. Und da muss man natürlich auch die Verteidigungsindustrie mit einbauen, denn bisher liefert Finnland hauptsächlich aus Vorräten. Und man muss auch verstehen, dass Finnland nicht nur ein kleines Land ist, sondern dass wir auch selbst 1340 Kilometer Grenze zu Russland haben. Und deshalb können wir natürlich unsere Vorräte nicht komplett ausleeren. Also es handelt sich darum, dass wir für die kommenden Jahre der Ukraine Versprechen machen, auch gemeinsam mit ihnen daran arbeiten, was sie genau und konkret brauchen, falls der Krieg so weitergeht. Und dann liefern wir, wie versprochen. Sie haben gestern im Zusammenhang mit dem Tod Alexei Nawalnys den russischen Botschafter in Ihrem Land einbestellt. Was haben Sie ihm gesagt? Wir haben gesagt, dass es darum geht, in einer Demokratie auch die Opposition zuzulassen. Und dass natürlich, was alles zu dem Tod Alexei Nawalnys geführt hat, es geht natürlich um jetzt das Schlimmste, also den Tod, aber auch, dass er schon viele Monate lang im Gefängnis war und davor hatte man versucht, ihn zu vergiften. So geht's nicht. Und wir haben klar gemacht, dass am Ende nur Russland, und zwar die politische Führung Russlands, die Verantwortung für diesen Tod trägt. Und gemeinsam mit unseren Freunden und Freundinnen in der Europäischen Union arbeiten wir jetzt daran, ob wir vielleicht weitere Sanktionen bauen könnten, die helfen könnten vor
vor solchen Aktionen Russlands vorzubeugen. Leider ist es schwierig. Alexei Nawalny ist ja nicht der einzige politische Gegner Wladimir Putins, der im Gefängnis sitzt. Und wir müssen einfach nur Druck ausüben, dass die Oppositionellen aus dem Gefängnis herauskommen. Und das Gleiche gilt übrigens für Weißrussland, für Belarus. Die Außenministerin Finnlands im Gespräch hier bei uns, Selina Faltonen. Ich danke für das Gespräch und kurzer Hinweis für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich fragen, warum spricht sie ein so exzellentes Deutsch? Frau Faltonen hat einen Teil ihrer Kindheit bis zum 13. Lebensjahr bei uns in Deutschland verbracht. Ich danke für das Gespräch. Herzlichen Dank.